Salo, freie Bildung. In diesem Video lernst du, Winkel zu konstruieren. Du solltest als Vorkenntnisse bereits mitbringen, den Umgang mit Zirkel und Lineal. Außerdem solltest du den Begriff Winkel bereits kennen. Wir zeigen dir, wie man 360 Grad und 180 Grad Winkel konstruiert, sowie man 90 Grad und 60 Grad Winkel konstruiert. Ebenfalls lernst du, Winkel geometrisch zu halbieren. Zuerst der 360 Grad oder Vollwinkel. Zeichne zuerst eine Strecke und trage dann den Winkel an der Strecke ab. Nun hast du einen vollen Winkel. Der 180 Grad Winkel. Zeichne auch zuerst wieder eine Strecke. Dann zeichne einen Winkel, bis du wieder auf die Strecke triffst. Als nächstes der 90-Grad-Winkel. Zeichne auch hier zunächst eine Strecke und zeichne einen Punkt auf dieser Strecke ein. Zeichne nun einen Kreis mit einem festgewählten Radius. Du erhältst nun mit dem Kreis und der Strecke zwei Schnittpunkte. Zeichne diese ein. Von den Schnittpunkten trage nun erneut einen Kreisbogen ab und mit dem gleichen Radius einen weiteren. Die Schnittpunkte dieser Kreisbögen verbinde nun mit einem Lineal. Der Winkel zwischen der nun konstruierten Strecke und der erst gezeichneten Strecke ist ein rechter Winkel. Hier noch einmal der Konstruktionsplan. Erstens, zeichne einen Kreis um den Punkt P mit dem Radius klein r. Du erhältst so zwei Schnittpunkte, die wir Q1 und Q2 nennen werden. Zweitens, zeichne jeweils um Q1 und Q2 einen Kreis mit dem Radius groß r. Beachte, dass du groß r etwas größer als klein r wählen musst. Drittens, verbinde nun die Schnittpunkte und erhalte so einen rechten Winkel. Nun zeigen wir dir, wie man einen 60-Grad-Winkel konstruiert. Zeichne erneut eine Strecke. Wähle einen Punkt auf der Strecke aus und zeichne um diesen Punkt einen Kreis mit einem festen Radius. Im Schnittpunkt des Kreises mit der Strecke zeichne mit dem gleichen Radius wieder einen Kreisbogen. Der Schnittpunkt der beiden Kreise ist der neue Punkt. Verbinde diesen Punkt mit dem ersten Punkt und du hast einen 60-Grad-Winkel konstruiert. Hier der Konstruktionsplan. Zeichne zuerst einen Kreis mit dem Radius klein r um den Punkt. Dadurch erhältst du den Schnittpunkt, den wir Q nennen wollen. Zeichne als nächstes einen Kreis mit dem gleichen Radius um den Punkt Q. Drittens, verbinde die beiden Schnittpunkte. Du hast so einen 60-Grad-Winkel konstruiert. Nun zeigen wir dir, wie man Winkel halbieren kann. Zunächst zeichnen wir dafür einen Winkel. Diesen Winkel wollen wir nun halbieren. Dazu zeichnen wir einen Kreis um den Schnittpunkt der beiden Schenkel des Winkels. Wir markieren die Schnittpunkte des Kreises jeweils mit den Schenkeln. Nun zeichnen wir mit demselben Radius erneut einen Kreis um die Schnittpunkte. Die Schnittpunkte der beiden Kreisbögen verbinden wir und haben so die Winkelhalbierende konstruiert. Sie teilt den Winkel in zwei gleich große Teile. Nun der Konstruktionsplan. Als erstes zeichnen wir einen Kreis mit dem Radius r um den Schnittpunkt der Schenkel.
Dadurch erhalten wir zwei Schnittpunkte jeweils auf den Schenkeln des Winkels. Diese nennen wir Q1 und Q2. Zweitens. Wir zeichnen jeweils einen Kreis um die Punkte Q1 und Q2. Drittens. Die Schnittpunkte der beiden Kreise verbinden wir und erhalten so die Winkelhalbierende.